Und herzlich willkommen zurück bei unserem Let's Play von Knights of the Old Republic. Wie im letzten Teil schon erwähnt, werden wir jetzt nach Yavin 4 fliegen. Bis gleich. Kelonord ist tot, Lord Malak. Er ist bei seinem Auftrag gescheitert. Verzeiht mir. Die Strafe für Versagen ist grässlich, Admiral Karev. Aber Kelo hat versagt, nicht ihr. Ihr dürft euch erheben. Soll ich einen anderen Kopfgeldjäger anheuern, Lord Malak? Ein einfacher Kopfgeldjäger hat gegen eine Jedi keine Chance. Ich werde meine Fehler nicht wiederholen. Mein Schüler Darth Benden soll sich um unsere Jedi-Freundin kümmern. Findet Bastila und bringt sie her. Lebendig, wenn möglich. Wie ihr befehlt, Meister. So, wir sind auf Yavin 4. Die Gitzkas nerven uns immer noch. Und jetzt werden wir unser ganzes Zeug, das wir auf Tatooine gesammelt haben, verkaufen. So, Gruppe ist erstellt. Das wird sowieso nur ein kurzer Zwischenstopp. Ohne Kämpfe, denke ich mal. Außer die Raumstation wurde überrannt. So wie es aussieht, wird uns Malak bald seinen Schüler auf den Hals hetzen. Mal gespannt, wann er uns finden wird und vor allem wo. Ups. Skrągi do Petslimo, ci i takanki channa kilikon. Kimba muli radwanaji, kimba noku nixet abog. Nasz efeus, enarda leszcze. Eszrekande kaszta nevo, andara szlara kszior, sztufa agna mor. Achua penki, yun patisa, ti chuba ji kutka naga, kingbu mwa muli radwana, kingba nikcha lora kun. Tongi dwama ji, yuman ak in ikatune, chon muli ra tong, pa akat ink tutune, chino muli ra ni bubo, tong kingba, noku netsag, ta hupa da tenya ji juju piti. Nasz Efeus, enarda leszcze. Ich denke, ihr Jungs solltet jetzt schleunigst von hier verschwinden. Oder ich frage noch einmal, sehr höflich. Kava, Yun Patisa, Chiwa er Aita Kanki, Jiyokaku. Lasch Efeus, enarda leszcze. Tonghi dwama ag i inkotune. Por tonghi dwama ji ag i inkotun. Tongpa no kun, no nek.
Chiwi Aita Ka Chon Chicha Ki Mulira Kun King Kingba no Konik Docha Ki Mulira Kun King Tong Hit Wama Ag I Inko Tune. Genau, so. Sprechen wir mit ihm. Ki Mulira Kun King Tong Hit Wama Ag I Inko Tune. Habt ihr etwas, das ihr mir verkaufen wollt? Ki Mulira Kun King Tong Hit Wama Ag I Inko Tune. So. Verkaufsliste. Jetzt sehen wir mal, was wir hier so alles haben. Okay. Okay, das Zwillingsschwert können wir weghauen. Das benutzt eh keiner. Wobei, heben wir es mal vorsichtshalber auf. Wir haben noch ein kurzes Laserschwert oder zwei. Die hat auch keiner in Benutzung. Eins davon verkaufe ich mal noch. Kristalle habe ich auch sehr viel. Brauche ich auch nicht. So, Blaster. Haben wir mal weg hier. So, den auch noch. Oh Gott, ich habe echt viel zu viele Sachen. Davon brauche ich nicht mal die Hälfte. So. Gewehre weg. Was haben wir hier noch so? Ja, einiges. Was ich, glaube ich, nie brauche. Aber ich habe keine Ahnung, was ich weghauen, was nicht. Okay, der scheint nicht gut zu sein. Schauen wir mal auf den Preis immer. Ist auch nicht teuer. Weg damit. Ich will nur die teuren Sachen behalten. Okay, den auch weg. So, ich denke, jetzt haben wir noch krasse Sachen hier. Das behalten wir so. Ein Laserschwert davon auch noch weg. Das sind auch keine ausgerüsteten Laserschwerter hier. So, jetzt haben wir noch drei rote. Was haben wir denn hier noch jetzt? Okay, ich denke, das reicht. Wir haben jetzt fast 20.000 Credits. Ich glaube, das ist ganz gut eigentlich. Soweit. Wow, eine Rüstung für 22.000. Na, das ist krass. Alter Schwede, das ist heftig. Ja, ich denke, ich drehe wieder um. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Kohle, glaube ich. Wir sind richtig reich. Ich würde interessieren, ab wann man in dem Star Wars Universum als reich gilt. Ich kann das nicht so ganz einschätzen. So, wieder zurück auf unser Schiff. Was eigentlich gleich hier sein sollte. Ja. Und dann sehen wir mal, wo wir als nächstes hinfliegen werden. Ich weiß es noch nicht genau. Kurz zur Galaxiskarte hier. So. Was bleibt uns denn noch übrig? Also Tatooine, da waren wir. Dantooine auch, Kashyyyk auch. Ja, wann sind wir gerade? Korriban oder Manaan? Das ist die Frage. Ich denke, ich werde nach Korriban fliegen, denn das ist ein cooler Planet mit viel Sith-Geschichte. Okay, reisen wir los. Bis gleich. Habt ihr es gespürt? Eine neue Vision? Die Macht arbeitet weiter, mit und durch uns. Sie zeigt uns die Sternenkarten, die Revan und Malak entdeckt haben. Einige halten Korriban für den Geburtsort der Sith. Dieser Planet ist ein Ort des Bösen.
Hier gibt es Geheimnisse, die besser unentdeckt bleiben. Okay, es kam mir so vor, als ob die Sternkarte in einer Art Höhle wäre. Als ich die Vision empfing, war mir kalt und ich fühlte mich gefangen. Fast wie lebendig begraben. Wenn wir erst wissen, wo die Sternkarte ist, werden wir klarer sehen. Okay, werden euch die Sith denn nicht wiedererkennen? Vielleicht habt ihr recht. Die meisten dunklen Jedi kennen nur meinen Namen. Und doch gibt es einige, die mein Gesicht erkennen könnten. Um die Mission nicht zu gefährden, muss ich auf der Ebonhawk bleiben, solange wir auf diesem Planeten sind. Verdammt, okay. Ich speichere kurz. Und jetzt werde ich mich mal wieder mit unseren Begleitern unterhalten. Denn immer wenn wir auf einem neuen Planeten sind, gibt es neue Gesprächsoptionen. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Okay, Koth sagt nichts. So ist... Vostila? Wie kann ich helfen? Wollt ihr etwas wissen? Bin ich so leicht zu durchschauen? Nun ja, bei unserer Verbindung kein Wunder. Ich würde euch gern etwas fragen, wenn ich darf. Nur zu? Ich habe euch beobachtet. Ihr seid ein Diener des Lichts, folgt den Regeln des Jedi-Ordens und widersteht euren dunklen Emotionen. Und das bei der kurzen Ausbildung. Für mich war das immer ein einziger Kampf. Habt ihr denn überhaupt keine Probleme damit? Bei euch sieht alles so einfach aus. Oder ist das nur eine Illusion? Ich tue einfach das, was ich für richtig halte. Und das reicht schon? Wenn es für mich doch auch nur so einfach wäre. Wenn der richtige Pfad doch immer klar und deutlich vor mir läge. Ich musste immer hart arbeiten, um meine Emotionen zu kontrollieren. Ich bin leicht reizbar, fühle mich schnell angegriffen. Meine Lehrer haben mich immer dafür getadelt. Ich habe schon oft davon geträumt, Darth Malak selbst herauszufordern. Meine ganze Macht einzusetzen, um ihn ein für alle Mal auszuschalten und all der Zerstörung ein Ende zu bereiten. Wenn ich über das Unheil nachdenke, das die Sith heraufbeschworen haben, werde ich fuchsteufelswild. Das ist so ungerecht. Und doch sagt man uns, dies sei der Weg zur dunklen Seite. Wollt ihr damit sagen, ihr glaubt nicht an die Beeinflussung durch die dunkle Seite? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es ja verführerisch, die Macht, die ich gegen Darth Malak einsetzen müsste, weiter zu benutzen. Vielleicht würde ich selbst zu dem Monster, das ich eigentlich vernichten wollte. Der Gedanke, dass ich genauso schreckenerregend werden könnte wie Malak. Ich kann es bloß nicht ergründen. Es scheint unmöglich. Wie könnte ich... Nein, halt. Es tut mir leid. Ich sollte euch das nicht einmal fragen. Die Jedi-Regeln sind klar. Wie könnte ich sie da in Frage stellen? Und wie könnte ich darüber hinaus wollen, dass ihr sie in Frage stellt? Was? Dies sind gefährliche Gedanken. Die Schwäche eines eitlen Geistes. Bitte vergesst, dass ich überhaupt davon angefangen habe. Kehren wir zu unserer Mission zurück. Okay, sprechen wir nochmal mit ihr. Wie kann ich helfen? Okay, nichts mehr. Dann Bastila ist sehr schnell reizbar, ja, das haben wir schon früh genug erfahren hier. Und ja. Chuhani? Wie kann ich euch beistehen, Padawan? Ich habe mich gefragt, ob wir uns mal wieder ein wenig unterhalten könnten. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Im Moment nichts, vielleicht später. Natürlich. Okay, Chuhani ist verschlossen wie immer. Sholi, mein Lieblingsknacki, was geht? Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Ihr sagtet etwas über eure Tage als Abenteurer. Hab ich das? Mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Das liegt am Alter. Ihr seid also kein Abenteurer gewesen? Hab ich dir nicht gesagt, dass dich meine Vergangenheit nichts angeht? Ich frage dir doch auch keine Löcher in den Bauch. Aber ihr habt bereits so viel darüber erzählt, ich bin neugierig. Na und? Hast du nicht gelernt, dass man alte Männer nicht anstarren soll, verdammt nochmal? Und überhaupt, wir reden hier über uralte Geschichten. Du warst damals noch nicht mal geboren. Geschichten langweilen, Kinder. Ist eine Tatsache. Ja, nun, alte Leute lieben es aber, über die Vergangenheit zu sprechen. Es ist auch eine Tatsache. Klugscheißer. Na gut, wie du willst. Aber beschwer dich später nicht. Ja, ja, ich war ein Abenteurer. Bist du jetzt zufrieden? Ich war ein junger Jedi, hatte volles Haar und brannte darauf, die Galaxis zu erforschen. Kommt dir das bekannt vor? Der Rat war vom alten Jolie Bindo nie begeistert. Vor allem seit meiner Karriere als Schmuggler. Ihr wart Schmuggler? Glotz mich nicht so an, verdammt.
Ich war nicht immer der alte Narr, der ich heute bin. Außerdem kann ich immer noch kämpfen, also spar dir dein dummes Grinsen. Der König des Ukates-Systems hatte seinen eigenen Planeten abgeschottet. Er hielt es für besser, seine Untertanen hungern zu lassen, anstatt sie zu unterdrücken. Der Senat wollte einen Frieden aushandeln. Vergeblich, wie immer. Ich wollte einfach nicht länger warten. Ich besorgte mir ein Schiff und einen Partner. Und wir schmuggelten Lebensmittel für die Bevölkerung von Ukates durch die Blockade. War es sehr gefährlich? Ja, ich war damals ein ziemlich guter Pilot. Und mit Hilfe der Macht sind wir durch Schlupflöcher geschlüpft, die kein anderer gefunden hätte. Woher habt ihr denn die Credits für die ganzen Vorräte? Naja, wir haben nicht alles gekauft. Wir bekamen jede Menge Spenden. Und von einigen Leuten wussten wir, dass sie mehr als genug hatten. Ihr habt die Sachen also geklaut. Stehlen ist so ein hartes Wort. Hätten sie Mitleid gehabt, hätten sie uns das Zeug freiwillig gegeben. Wir haben die Lebensmittel eigentlich nur umverteilt. Einmal haben sie uns erwischt. Eine ukatische Fregatte hatte uns abgeschossen und ich musste notlanden. Ich dachte damals, die Macht hätte mich verlassen. Was geschah dann? Tja, wie es der Zufall will, war der Absturz ein echter Glücksfall. Das war der Tag, an dem ich... Das war der Tag, an dem ihr was? An diesem Tag habe ich meine Frau kennengelernt. Eure Frau? Ihr wart verheiratet? Natürlich, was denn sonst? Aber ja, damals habe ich sie kennengelernt. Ich... Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich jetzt gern eine Pause machen. Mein Mund ist schon ganz trocken. Okay, reden wir nochmal mit ihm. Du hast doch was auf dem... Ja. Okay. Nichts mehr. Julie hatte also eine Frau. Okay. So, HK, können wir jetzt endlich mal was reparieren hier oder so? Aussage. HK-47 ist einsatzbereit, Meister. Puh. Das wäre alles. Wie ihr? Anscheinend nicht. So, Kendrus, erzähl uns ein paar Geschichten. Ja, was liegt an? Er hat keine Geschichten mehr. Auch. Das fasziniert mich jetzt. Okay, dann gehen wir mal direkt über und erforschen wir Korriban. Ich würde sagen, ich nehme mal wieder zwei Jedi mit. Die Frage ist, ob das jetzt stark auffallen wird, wenn ich mit einer Gruppe von drei Jedis hier auf einem Sith-Planeten unterwegs bin. So, heilen. Bewusstsein. Boah, ey. So, jetzt komm. Du hast noch einiges vor dir, junge Lady. Fähigkeiten heilen wie immer. So, Talente, was kann die überhaupt? Okay, fast nichts. Sehr starker Angriff. Kräfte, jawohl, heilen, sehr gut. So, sie ist jetzt auch voll ausgestattet. Okay, lassen wir ihr blaues Lichtschwert. Stärke plus 1. Sehr gut. Was haben wir hier noch so? Tapferkeit, Reflex. Geben wir ihr eine Robe eines dunklen Jedi als Tarnung. So. Ja? Ich würde sagen, sehen wir mal, dass wir hier rauskommen aus dem Raumhafen.